nicht zeigen, wie sie ihn da reinschieben. Und die 1. So, jetzt hat's geklappt und Boxen auf zum 9. Rennen, den großen hannoverschen Stutenpreis, 2000 Meter die Distanz. Und das Feld kommt das erste Mal an der Tribüne vorbei, unter der Führung von Stecks, an der Innenseite Pietra Drella Luna. Die beiden marschieren vorne weg, schlagen hier gleich einen zügigen Takt an. Dann Perfect Pitch vor Durance, die Favoritin in vierter Position. Dahinter dann Baccarat Rose vor Magical Forest und Nathan Eminem. Dahinter dann Satomi und Apadana am Ende des Feldes. Es geht in die Gegengerade hinein. Pietra Della Luna bestimmt die Pace mit einer halben Länge vor in zweiter Position Stecks. Dann haben wir 6-7 Längen bis zu Perfect Pitch in dritter Position. Viertes Pferd ist dann Durance, marschiert da hervorragend. Und dahinter dann Magical Forest mit Baccarat Rose und Nathan Eminem vor Satomi und Apadana am Ende des Feldes. Der Mittelpunkt der Gegenseite wurde passiert. Stecks im Vorteil vor Pietra Della Luna. So geht es am Übergang in den Schlussbogen hinein. Stecks jetzt mit der alleinigen Spitze. Das sind 3-4 Längen vor Pietra Della Luna. Dahinter sieht man Perfect Pitch vor an der Innenseite daneben Durance. Dann folgt Magical Forest vor Baccarat Rose und Nathan Eminem vor Satomi. Ist ein bisschen in Nöten und Apadana am Ende des Feldes versucht jetzt die letzte Position an Satomi abzugeben. Es geht in Richtung des Einlaufs und Stecks mit einem deutlichen Vorteil. Stecks ist voraus. Das sind 3-4 Längen. Perfect Pitch lässt sich nicht abschütteln. Greift jetzt außen daneben an in der Bahnmitte. Stecks weiter mit dem Kommando. Stecks ist vorne vor Perfect Pitch. Wo bleibt Durance? Durance kommt jetzt näher an der Innenseite. Auch Baccarat Rose, aber Stecks weiter vorne. Stecks allein auf weiter Flur. Stecks weiter mit dem Kommando. Noch 100 Meter, Stecks ist weiter vorne, Durance schaltet jetzt hier den dritten Gang ein, aber das kommt zu spät, Stecks gewinnt vor Durance und Apadana auf dem dritten Platz, dann Satomi, Perfect Pitch, Baccarat Rose, dann Magical Forest und zurück dann Nathan Eminem und Pietra Della Luna. Der vorläufige Einlauf im 9. Rennen, dem großen hannoverschen Stutenpreis, der lautet 3, 1, 4, 8 und die 2. Das sind die Pferde 3, Stecks, 1, Durance, 4, Apadana, dann die 8, Perfect Pitch und die 2, Satomi. Ja, das ist ein bisschen eine Überraschung, aber wie schon so oft gesagt, jedes Rennen muss erst gewonnen werden und die Ehre gebührt natürlich der Programmnummer 3 Stecks.
Eine vierjährige Lord of England-Tochter, die hier Durance in dieser Prüfung ein Bein gestellt hat. Stecks in den Farben des Rennstalles Gebrüder Barth. Dahinter verbergen sich Matthias Barth, der das von oben jetzt mit Sicherheit alles angeschaut hat, und sein Bruder und mein Rennkommentator-Kollege aus Hoppegarten, Gunther Barth, in einer Stallgemeinschaft. Roland Schubasch ist der Trainer, der kommt also hier gleich am ersten Renntag auf der neuen Bull zu einem Big Point. Roland Schubasch, das ist der Trainer-Champion 2012, und im Sattel Burjan Musabayev, der amtierende Champion. Und mit dem wollen wir jetzt ganz schnell reden, Burjan, einmal wieder auf Sicherheitsabstand.